Halbe Kuba mit der Acht, vollendet zur komplett geflogenen Kubanacht. Oder die liegende Acht, wie sie damals genannt wurde. Und wieder hinein in einen schönen senkrechten Aufgang mit einem sogenannten positiven Humpty Bump, vollendet halbe Rolle in die Normalfluglage, gezogen mit ca. 4 bis 5 G, also wesentlich moderater als in der Extra. Ja, und damals gab es keine Mindesthöhen für den Kunstflug, da wurde bis zum Boden runter geturnt und der deutsche Pilot Graf Hardenburg hat im Rückenflug mal den Boden berührt. Das Flugzeug war total zerschmettert. Er stieg aus und hat das Flugzeug von seinem Kollegen genommen und ist weitergeflogen. Das waren einfach die ganz harten damals. Und wieder hinein in einen wunderschönen Turn über den linken Flügel, senkrechter Abgang. So wurde damals Kunstflug betrieben, unter anderem auch von Gerhard Fieseler. Mit seinem Fieseler Tiger. Jetzt brauchen wir volle Motorleistung, um die Höhe zu halten. Klasse präsentiert. Die Bücker 133, Jungmeister, der Klassiker der Kunstfluggeschichte. Jetzt wackelt er sein Programm ab. Hier weisen natürlich auf die Temperaturen des Triebwerks im Slip. Tolles Flugbild. Tolles Flugzeug. Und der Ring ist.